Ja, wir machen heute weiter mit dem Weg vom Bohnental zum Nimbusland. Doch zuvor, ich habe noch eine Sache erledigt und die will ich euch mal zeigen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass in Monsterschlupf ein NPC danach gefragt hat, ob wir 30 Mal auf einen Kopf springen können mit der Mario-Attacke, ne? Mit dem Supersprung. Ob jetzt Super- oder Ultrasprung, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall gibt's dafür ein besonders starkes Item, ein Ausrüstungsgegenstand. Und das gab's auch schon im Original. Allerdings gibt's noch einen zweiten Ausrüstungsgegenstand für sage und schreibe 100 Treffer mit so einem Supersprung von Mario. Ganz recht. Ich habe das hier also bei diesem super starken noch OP-Gegner getan, bei dem Jitsu heißt er, glaube ich. Und der hält das aus, der kann das ab. So, und da kann man das üben und da habe ich das gemacht und ja, habe so ein paar Stunden Videomaterial aufgenommen, bis ich es geschafft hatte. Jawohl! Und das ist gar nicht so einfach, ne? Also wenn du hier versuchst, diese Combo zustande zu bringen, ich glaube nach dem 6. und nach dem 14. Sprung verkleinert sich das Zeitfenster, wo du den Gegner treffen musst im richtigen Moment, damit es weiter zählt. Das heißt, spätestens ab dem 14. Treffer musst du quasi Frame Perfect auf einem Gegner landen, damit es überhaupt weiter zählt. Das heißt, du musst dir über 90 Frame Perfect Treffer erzielen. Und das ist gar nicht so einfach. Probiert's einfach mal selbst aus. Viel Spaß damit, ne? Ich habe zum Beispiel einen 11-Stunden-Stream gesehen von meinem englischsprachigen Kollegen Abdallah Smash. Er ist guter Junge. Und der hat auf YouTube einen 11-Stunden-Stream gemacht, bis er es geschafft hatte. Ich habe jetzt so 3-4 Stunden dafür gebraucht und bin schon fast wahnsinnig geworden. Ich habe eben diesen Gegner ausgewählt, weil er besonders stark ist. Und ja, wenn man das versucht, Frame Perfect zu treffen, den Gegner jedes Mal, achtet weniger auf Mario, hätte ich gesagt. Irgendwann habe ich versucht, irgendwie auf dem Umhang zu achten von dem. Immer wenn der Umhang wieder in seiner Ausgangsposition ist, wieder die Taste zu drücken. Aber naja. Und was am Ende mir den Sieg brachte, ist halt einfach der Schatten. Der Schatten von Mario, den man so deutlich sieht. Ich weiß nicht, wie das im Original genau war, aber hier kann man sehr gut auf den Schatten achten. Und ich habe dann halt eben, ne, quasi mit den Augen gestarrt auf den Punkt, wo der Schatten möglichst weit links ist, sodass dieser kleine weiße Fleck, ich glaube wegen Marios Arm irgendwie, wenn dieser kleine Fleck zu sehen ist, genau in dem Moment zu drücken. Aber trotzdem finde ich es echt übertrieben. Also ich meine, du musst ja quasi drauf starren und darfst auch nicht blinzeln die ganze Zeit über. Und irgendwann, ne, ich habe das die eine Nacht gemacht bis 4 Uhr nachts, bis ich total übermüdet war und ich habe einfach nichts mehr gesehen. Also ich habe so drauf gestarrt und immer gedrückt und auf einmal wurden einfach die Informationen nicht mehr vom Auge ans Gehirn übermittelt. Vielleicht bin ich auch einfach alt. Ja, und am nächsten Tag hat es dann geklappt gegen Mitternacht und das seht ihr hier, ne? Also den Gegner habe ich jetzt nicht unbedingt besiegt. Ja, der hält das halt aus. Ich habe ihn tatsächlich einmal besiegt, ne, sogar die schwerere Variante, den dritten Kampf, und konnte danach nicht mehr gegen ihn antreten. Dann musste ich auch den Speicherpunkt neu starten und resetten, damit ich überhaupt gegen den dann wieder antreten konnte. Ja, und à la Bonheur, ne? Also ich habe jetzt ein paar Items verwendet und habe diese 100 Punkte zustande gebracht, 100 Mal gesprungen und ja, was wir dafür bekommen, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ja, also das eben war nachkommentiert, ne? Ich habe das natürlich zu Konzentrationszwecken einfach so aufgenommen, dabei die Aufnahme laufen lassen. Hier ist der Gegner, ihr wisst es, bei Budo. Und den können wir zum späteren Zeitpunkt besiegen, kein Problem. Aber der Dude verlangte danach. Der checkt das ab und jetzt gibt's die Belohnung. Hab gehört, dass der Mehrfachsprungrekord momentan bei 100 Stück in Folge liegt. Klasse, hast es geschafft. Du bist in einem einzigen Mehrfachsprung ganze 30 Mal in Folge gesprungen. Und hier ist deine Belohnung. Angriffsschal erhalten. Ich hab gehört, es soll total unmöglich sein, in einem einzigen Mehrfachsprung mehr als 100 Mal in Folge zu springen. Du hast dich bewiesen, also lassen wir es gut sein. Super Anzug erhalten. Ich hole mir beides auf einmal ab. Supersprünge sind sowas von gestern. Du hast dir den Titel Meister-Superspringer redlich verdient. So. Und diese zwei Ausrüstungsgegenstände, die checken wir uns jetzt mal, ne? Die gucken wir uns jetzt. Ich kann gar nicht mehr normal spielen vor lauter. Ich habe so einen Tunnelblick gehabt, ne? Okay. Pass auf. Ja, pass auf. Ein Item davon. Angriffsschal. Der funktioniert, glaube ich, nur bei Mario.
So kuschelig war ich, dass man vor Freude am liebsten in die Luft springen würde. Ihr seht rechts die Werte. Angriff, Abwehr, Flinkheit, Magiestärke, Magieschutz, alles sehr viel stärker. Fast verdoppelt. Ja, ja gut, verdoppelt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und das, der beste, achso, hier, das ist dann bei Arbeitshose. Superanzug. So, und das kann, glaube ich, jeder anziehen. Wir prüfen das nochmal, wenn wir bei Gino jetzt zum Beispiel gehen. Haben wir da den Schal? Nee. Also der Schal ist nur für Mario. Deswegen hätte ich gerne, dass der Schal jetzt nur von Mario getragen wird. Das heißt allerdings, dass irgendjemand anderes den Alarmring trägt. Der wird dann trotzdem funktionieren, oder? Wir laufen als Mario rum, aber auch wenn Mello den trägt, kriegen wir Bescheid, ja? Alles klar, dankeschön. So, und wer bekommt jetzt den Superanzug? Also, du bist ja schon ordentlich geboostet. Ja, wir könnten Bowser um einiges stärker machen. Die haben alle die Arbeitshose irgendwie. Du kriegst den Superanzug. Und Bowser wird dann nochmal deutlich stärker. Die Abwehr, die Flinkheit, Magiestärke vor allen Dingen. Das ist der helle Wahnsinn. Ja, also sehr gute Items für eine außergewöhnliche Leistung. Ich finde schon, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die anderen lassen wir. Also Alarmring und Erfahrungsturbo sollte auch noch da sein. Und die Sache passt. Ich freue mich, Freunde. Ich freue mich. Das hat sich gelohnt. Ich wollte das unbedingt. Ne? Die meisten machen das erst irgendwie nach dem Spiel. Also auch der erwähnte Abdallah Smash hat das getan. Der war sehr viel stärker. Der hat irgendwie das versucht bei einer Piranha-Pflanze, die immun ist. Bei einer immunen Piranha-Pflanze, sodass er auf den unbegrenzt springen kann. Das macht denen nichts aus, weil er jeden Gegner one-hittet quasi. So, und jetzt? Jetzt gehen wir hier hoch. Jetzt machen wir das. Aber trotzdem, machen wir das fürs Protokoll? Ich glaube, das habe ich auch nicht im Originalspiel gemacht, ne? Ihr könnt jetzt sowas von nach Hause gehen, ne? Rotkrakeelchen, starker Feind. Ich greife dir mal an mit meinem neuen Superschal. Das ist natürlich mal wieder. Das ist mal wieder optimal. Oh, ich hätte mich ausrüsten. Ich weiß gar nicht, wie viele Items ich verbraten habe. Ganz viele Muntermacher und BP wieder auffüllen, etc. Muss jetzt wieder reinkommen. Ja, 230. Und er steht noch. Erzählt mir jetzt nicht irgendwie, Markus, das macht's viel zu einfach. Oh mein Gott, das Spiel passt sich schon an. Also sieht so aus, als würde ich in diesem Let's Play nicht offscreen leveln müssen. Oder mal sehen, wie sich's noch anpasst. Aber Leute, wenn das Spiel uns doch diese Möglichkeiten gibt. Guck mal, die anderen müssen ja trotzdem noch normal kämpfen. Die anderen kriegen ja nichts geschenkt. Bowser, ne? Bowser hat auch ein super Item. Und Gino, der hat den Erfahrungsturbo. Und den gönnt er sich jetzt auch, ne? Gino hat die Gino Nova erlernt. Diesmal den bitte. Hier ist ein Zettel, den liest du. Kletteranleitung für Rankenklimmer. Klettern Sie mit L herauf oder mit dem linken Stick und um Ranken herum. Sie wechseln die Ranke, indem Sie den linken Stick in die Wunschrichtung halten und B drücken. Rankenkletternden wird empfohlen, die Schatten als Hilfe zu verwenden. Klimm- und Kletteramt Nimbusland. Was, B? Warte mal, wenn ich so... Von Schatten sehe ich jetzt nicht viel, aber kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Hätte es vermutlich auch ohne Anleitung besser hinbekommen. Das kommt ja noch hinzu. Guck mal, da gibt es sogar eine Froschmünze. Ein Froschgroschen, einfach nur damit... Ja, um zu zeigen, du kannst es. Boah, ich weiß jetzt nicht wegen den Alarmglocken. Ich hätte sehr gerne, dass bald mal wieder das Klingeling macht und es heißt, hier ist was in der Gegend. In der Gegend versteckt. Ich wüsste das nämlich gerne. Jetzt muss ich auf der anderen Seite gucken, ob da vielleicht Froschgroschen waren. Ja, tatsächlich. Und die weiteren Rotkehlchen oder Krakehlchen. Wir gehen mal direkt auf den starken Feind. Vielleicht gibt es aber auch Nebeneffekte bei dem Ganzen.
kann es sogar möglich sein, dass wir dann häufiger nicht treffen? Ist das so ein Nebeneffekt, so ein negativer? Oder woran liegt das jetzt hier? Liegt es am Gegner? Liegt es an der Waffe oder so? Gibt es auch hier und da, ne? Waffen, die sind zwar besser, aber die treffen nicht so richtig. Das habe ich natürlich nicht im Blick. Ich weiß nicht mal, ob das sowas in dem Spiel gab oder ob das in irgendeinem Mario & Luigi-Teil war. Habt ihr natürlich auch alle Let's Plays auf meinem Kanal, ne? Superstar Saga, Zusammen durch die Zeit, Abenteuer Bowser, Dream Team Brothers, Paper Jam Brothers. Also wenn ihr irgendwas davon sehen wollt, einfach auf YouTube eingeben, Let's Play Markus, Mario und Luigi, dann habt ihr sie alle. Ja. Sie sind alle da und warten darauf, von euch geschaut zu werden. Habt ihr schon? Dann schaut nochmal. Ist nicht verboten, Leute. Es ist absolut im Rahmen. Guck mal. Ich gehe davon aus, die Gegner hier sind natürlich auch ein bisschen stärker als wie zuletzt. Aber wir halt auch, ne? Das passt sich schon an. Ich mach lieber hier diese 100 Sprünge und hol mir einen offiziellen Ausrüstungsgegenstand, der krass ist, als halt offscreen gegen 100 Gegner anzutreten, bis es dann passt. Aber mal sehen, was das Late Game für uns breithält. Ey, ich finde das grafisch hier ganz hübsch und niedlich. Um ehrlich zu sein, warum geht das denn nicht? Ich finde das hier ganz hübsch und niedlich. Die sehen so plastisch aus, diese. Ja, und jetzt, wie komme ich da? Hä? Oder gab es nochmal so einen Absprungtrick? Moment mal. Hätte ich mal richtig die Notiz gelesen, ne? Im letzten See im Moment abspringen oder was? Kann da wohl nicht wahr sein. Wir wollen ins Nimbusland. Ah, das erklärt so einiges. Ich dachte, ja, du bist immer noch bescheuert, ne? Zum Glück spielt der Jump'n'Run keine Jump'n'Runs, der Dude. Das wäre ja die Hölle. Das könnte man sich ja gar nicht geben. Oh, es ist aber auch nervtötend gemacht, ne? Es ist halt auch. Der sinkt ja auch wie ein Stein. Man will sich auch dran festhalten. So. Dann haben wir mal das Objekt der Begierde gefunden. Abwehrschal. Wir können ja mal gucken, ne? Oder wären wir noch mehr Leute? Aber ein Schal, ne? Das heißt ja direkt, der fällt raus. Was war die Spuckmedaille? Abwehrkraft. Ja, Bowser, die Flinkheit, ne? Abwehrschal. Bowser hat es jetzt nicht unbedingt nötig, ne? Aber der kriegt es trotzdem. Ja, Peach hat ja schon was Abwehriges. Jetzt muss ich hier runterfallen, oder wie sieht's aus? Sieht schon verdammt danach aus. Mhm. Aha. Hier geht's zur heißen Quelle. Aber nur Mitglieder der Königsfamilie dürfen darin baden. Und ihr, seht nicht besonders königlich aus. Mhm. Tun wir das nicht. Wir haben Mello dabei. Peach ist halt wirklich royales Blut. Heiße Quelle. Ich schätze mal, der führt uns wieder zurück und der führt uns weiter. Das halte ich für sehr gut möglich. Aha, Nimbusland. Da sind wir. Dann mal rein in die gute Stube. Muss ich doch hier hin. Jawohl. Ja, da fällt's aus allen Wolken. Bürger von Nimbusland. Alle die Klappe halten. Seiner Hoheit König Nimbus geht es schlechter und schlechter. Es ist sicher, dass wir unseren geliebten Herrscher verlieren werden. Oh nein. Aber wir haben Glück im Unglück. Rein zufällig habe ich nämlich den längst verloren geglaubten Prinzen gefunden. Prinz Mallow weilt wieder unter uns.
Prinz Mallow, tretet vor. Eure Hoheit, bitte. Raus mit dir, verdammt! Tja, ich bin untröstlich, aber unser kleiner Prinz leidet wohl etwas an Lampenfieber. Hihi, huhuhuhu. Wird's heute noch? Setz dich in Bewegung, sonst setzt's was! Bitte? Das Tor ist zu eng? Pah! Ist auch ständig was anderes mit dir! Das muss er sein, ja. Bürger, ich präsentiere seine Hoheit, Prinz Mallow! Willkommen zurück, Prinz Mallow. Wie groß ihr geworden seid, eure Hoheit. Geradezu wuchtig, jawohl. Was ist, mein Liebster? Ich soll den Leuten etwas sagen? Bitte, du willst, dass ich? Aber eure Hoheit, mir fehlen schier die Worte. Ist das etwa euer Ernst? Ach, wie wird mir. Doch ich will eurem Wunsch folgen. Hört, Leute, ich nehme seine Hoheit bitte an und werde fortan Königin an seiner Seite. Königin Valentina, geht runter wie Sahneschaum. Okay, das war's im Groben. Audienz beendet und jetzt weg mit euch, Gelümmel. Kehrt Marsch, du Träne. Du Träne. Das gibt's doch nicht. So ein Zufall. Es gab einen verlorenen Prinzen und er heißt sogar genau wie ich. Naja, auf jeden Fall sollten wir uns rasch aufmachen und die übrigen Sternstücke suchen. Stimmt doch, oder? Mir fehlen all die Besucher, die sonst herkamen. Niemand kommt mit zu uns hoch. Mögen sie uns nicht mehr? Der Weg ist lang und beschwerlich. Hier ist das Hotel. Sieht hübsch aus. Aber die Ränder sind auch ein bisschen wild. Ist hier der Keller oder wie ist das? Ach, das sind die Betten. I see. Ja, Gönnung, oder? Willkommen, immer hereinspaziert. Ihr wollt euch hier ausruhen. Habe ich recht oder habe ich recht? Eine Nachtruhe kostet 30 Münzen. Ja, das klingt gut. Ich rate mal drauf los. Ihr wollt euch auf diesem Traumkissen ausruhen. Das macht dann nochmal 30 Münzen extra. Das sieht seltsam aus, aber wir probieren alles mal aus. Gute Träume sind wunderbar unterhaltend. Was ist da ein Unterschied, Freunde? Oh. Was zum... Was zur Hölle? War das ein Traum, oder... Ist da wirklich was Merkwürdiges passiert? Gut, dann speichere ich jetzt hier. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwie den Speicherstand überschreibe, wo ich die 100 Sprünge geschafft habe. Deswegen bin ich da vorsichtig. Aber ich habe ja jetzt schon, ich habe sogar die Ausrüstungsgegenstände jetzt. Mir kann gar nichts mehr passieren. Okay. Ich habe früher für König Nimbus gearbeitet, aber dann plötzlich eines Tages kam Valentina zu mir und sagte, ich sei gefeuert. Ich verstehe das einfach nicht. Er braucht doch Hilfe, er ist doch krank. Wovon bloß? Okay, schon mal gut, dass die Alarmglocke funktioniert. Und hier gibt's eine Froschgroschen. Guten Tag. Oho, den Gesichtsausdruck kenne ich doch. Der sagt mir, ich suche was Bestimmtes. Na dann, was kann ich für euch tun? Mediumpilz, Ahornsirup, Muntermacher, ja komm, die kosten nix und da sollte man sich immer ausrüsten, finde ich. Zumal ich nicht weiß, was jetzt die 30 extra Münzen für das Kissen gebracht haben, aber naja. Gruppenreinigung, ja, mei, da habe ich ja noch, ne? So, Mega-Handschuh, der macht tatsächlich den Mario noch stärker. Das macht den Mallow noch stärker, ja, für jeden ist ein stärkeres, außer für Bowser. Es tut mir ja leid. Und da es um die offensiven Sachen geht, kann ich ohne Probleme zuschlagen. Mega-Handschuh, Klebehandschuh, Handkanone und Kampffäsche. Hatte Gino nicht schon eine Handkanone? So, und hier müssen wir halt vorsichtig sein. Kuschel, Latzhose. Das sind sogar... Warum ist denn nur für Bowser nichts da? Das ist ja merkwürdig. Also es sind 25 Minus, es gibt mehr Plus. Ich würde sagen, auch da dürfen wir zuschlagen. Jetzt gehen mir ein bisschen die Münzen aus, ich sag's wie es ist. Auch hier machen wir mehr Plus als Minus, also was soll's. Oh, aber bei Gino nicht. Gino, das würde uns mehr schaden. Interessant.
Aber bei Peach macht es Sinn, also los geht's. Na, ja, ich muss zwar, ja, Ausrüstung. Superanzug. Kann den Superanzug immer noch ein bisschen variieren, wisst ihr? Hallo? Der arme König Nimbus, ihm scheint es wirklich nicht gut zu gehen. War Prinz Bello immer schon so groß, um nicht zu sagen bullig und kolossal? Naja, die Dame wird schon nicht lügen. Wie kommt ihr darauf, dass sie nicht lügen kann? Ich beobachte den Vulkan dort. Wie war das? Sternstücke? Nee, das sagt mir rein gar nichts. Wer wohnt hier? Ihr habt komische Häuser. Wir konnten uns doch bisher immer frei im Schloss bewegen, aber wir sollen dem König wohl nicht stören. Habt ihr schon den Vulkan gesehen? Noch nicht, ne? Der Vulkan, der das heiße Quellwasser liefert, liegt östlich von hier. Ach, in der heißen Quelle würde ich ja selbst auch mal gerne entspannen. Ja, da haben wir noch keinen Zutritt. Das wird sich wohl erst weisen. Ich habe eins im Schloss gearbeitet. Wir sollten euch nur mal ansehen, wie sie mit dem armen Prinzen umspringt. Sie schlägt ihn. Das muss ein schreckliches Leben für ihn sein. Sie schlägt ihn? Wieso hat Prinz Mello Valentina zu seiner Königin gemacht? Vermutlich, weil sie ihn gefunden hat. Er liebt sie. Nein, er hat sogar den Kopf geschüttelt. Der dicke Rabe. Ich hoffe, ich darf dem König schon bald wieder dienen. Prinz Mello, ich erinnere mich genau, war so zart und schüchtern. Und nun seht ihn euch an. Kennt ihr den königlichen Bus? Sagt uns gar nichts. Das ist ein königliches Gefährt, das nur vom König genutzt wird. Da der König krank ist, fährt der Bus nicht. Klar. Wenn der König wieder gesund ist, zeige ich ihn euch. Wisst ihr, ich bin der Mechaniker für den Bus. König Nimbus liebt Statuen und Vögel. Er hat haufenweise davon in seinem Schloss. Wir hatten ein Part im alten Let's Play, der nannte sich Es ist Zeit, den Bus zu nehmen. Es ist Zeit, den Bus zu nehmen. Hoffentlich wird der König bald gesund. Aber nun ja, wenigstens ist der Prinz zurück. Nur, falls es nicht gut endet. Es ist ja lange her, seit ich Prinz Mello zuletzt gesehen habe. Er sah irgendwie anders aus. Aber nun ja, wieso sollte es denn nicht sein? Ja, weil er kann so anders aussehen. Was sagst du zu den Wachen, die nun vor dem Eingang stehen? Ich mag sie nicht. Das hatten wir bisher nie. Das ist doch das Haus von Garo, dem Bildhauer. Er hat schon viele Dinge für König Nimbus erschaffen. Aber in letzter Zeit gibt der König gar nichts mehr in Auftrag. Liegt wohl daran, dass es um seine Gesundheit nicht gut bestellt ist. Hier, Garo? Oh ja. Hey, schaut doch nur. Das bin ja ich. Hm? Die Statue hier, kleiner Mann, das ist König Nimbus, als er noch jung war. Aber, Nanu, das ist ja... Sag doch mal, wer bist du? Ich heiße Mello. Hallo. Und das hier ist mein Freund Mario. Mello, du bist es wirklich, Junge. Ach, es ist ja so unheimlich lange her. Was bist du doch für ein prächtiger junger Prinz geworden? Prinz? Dann bin ich also wirklich... Also, Mello fiel vom Himmel. Weise Quack hat ihn aufgenommen und als Frosch erzogen. Doch die Wahrheit war schockierend. Nichtsdestotrotz, jetzt sind wir hier. Finden wir unsere Eltern? Aha, so, sonnenklar. Du wurdest also vom großen Weise Quack großgezogen. Ja, kein Zweifel, ich sehe es dir an. Du bist ganz gewiss unser hochwohlgeborener Prinz. Mario, gehört? Der Mann sagt, ich bin ein Prinz und wohl hochgeboren oder so. Diese Valentina, ich wusste gleich, dass sie was im Schilde führt. Nur was genau, das war die Frage. Wenn der Prinz schon eine Lüge war, dann könnte das doch bedeuten, dass unser König überhaupt nicht so schwer krank ist, wie sie sagt. Ui, dann aber nichts wie los, zum Schloss und meiner Mutter und meinem Vater helfen. Kannst du noch kurz warten? Wir machen erst die Erkundung. Wer da? Was willst du hier, Bengel? Raus mit dir aus dem Palast, sofort! I see. Wartet mal, Freunde. Mir kommt eine ausgezeichnete Idee. Kommt doch mal bitte hier rüber und stellt euch vor mich, ja? Sekunde, ich wollte erst gucken. Kann ich mit irgendwas interagieren? Eine schöne Goomba-Statue in Gold. Hier ganz viele Valentinas. Valentine, auf Englisch, oder?
Seid ihr bereit? Ja, ich glaube. Dann jetzt schön stillhalten, verstanden? Baut er uns jetzt nach, oder was ist Phase? Da merkt man wirklich diesen Super Nintendo Humor. Das entstammt halt alles. Ach, wir sind jetzt golden. Das entstammt halt alles daraus, dass wir, na, wie soll ich sagen, dass damals die technischen Möglichkeiten halt begrenzt waren und dass man das hier quasi nicht ändert, sondern halt in dem Stil belässt, der damals halt gezwungen war, aber trotzdem sympathisch. Das ist halt, finde ich cool. So, hey, nicht bewegen, habe ich gesagt. Ihr müsst nämlich von nun an eine Weile lang so tun, als wärt ihr eine Statue, kapiert? Gut, dann wollen wir mal. Ich wollte doch erst die Stadt erkunden, meine Herren. Lieferung für den Palast, die neuesten Werke, die Madame Valentina bei mir in Auftrag gegeben hat. Sehr gut, du darfst eintreten. Moment, was ist das denn? Die Statue hier, die sieht aber gar nicht aus wie Valentina. Huch, klar tut sie das nicht, mein Bester. Es heißt, ist ja auch eine Statue von Valentinas Neffen. Der hieß, Mariotto. Alles klar, oder? Ihr Neffe Mariotto? In Ordnung, rein damit. Tja. Schloss Nimbus, ganz viele Statuen. Puh, das war knapp. Gut, dass wir das hinter uns haben. Ein Neffen Mariotto gibt's übrigens keinen. Und Mariotto ist recht nicht. Wuhuhuhuhu. Welch entzückender Anblick, meine herrliche Schönheit. Vielfach strahlend wie die Sonne selbst. Gut gemacht, Gero. Nur du bist in der Lage, so etwas Atemberaubendes zu erschaffen. Ich danke euch, Majestät. Dann will ich mich so gleich empfehlen. Warte! Das hier, dürfte man erfahren, was dieses durch und durch hässliche Gebilde darstellen soll? Das ist mein neuestes Meisterstück. Ich habe es nur für euch erschaffen. Es ist abstrakte Kunst, jawohl! Und es heißt, auf der Suche nach dem verlorenen Bruder. Schaut her, der volle Schnurrbart. Er symbolisiert die Erfülltheit des Herzens mit wahrer Bruderliebe. Und die keck hervorlugenden Koteletten. Sie stehen für die kleinen, aber markanten Gefühle, die man nur ganz verhalten der Welt zeigen möchte. Und dazu die Beine, wohlgeformt, voller Stärke, berstend vor Sprungkraft, denn das Leben erfordert oft große Sprünge von uns. Sagt, gefällt euch mein Werk? Also, so betrachtet, ja, ich als unfehlbare Kunstkennerin hab's sofort erkannt, es ist spektakulär, gut gemacht, Garo. Du hast meine herrliche Schönheit und meine gewaltige Kraft gebührend verewigt. Sehr gut, Garo, sehr gut. Danke, Majestät, danke, ihr seid zu gütig. Dann auf bald, ich weiche. Good job. Huhuhu, köstlich diese Schönheit. Dodo, her mit dir. Sitz nicht rum wie ein Huhn auf der Leiter und komm gefälligst Statuen schleppen. Dodo, tanz an! Mach. Einfach mach. Nicht das. Er weiß gar nicht, was er tut. Ich zweifle an seinem Intellekt. Ich kann mich aber auch nicht selbst bewegen. Jetzt holt er mich ab. Da war noch Sockel frei, oder was? Jetzt kann ich mich bewegen. Alter, wie goldig er ist. Das ist ja wie der goldene Amiibo. Schön. So, können wir uns jetzt umschauen, solange es geht irgendwie? Falsche Taste. Ich habe tatsächlich an der Switch die Tasten umgestellt. A und B, damit ich leichter beim Springen quasi den B-Knopf betätigen kann. Aber ich habe es wieder zurückgeändert, deswegen bin ich jetzt... Dodo! Hast du die Statuen ordentlich aufgestellt? Freut mich. Dann los, poliere sie. Solange, bis sie glänzen und strahlen wie meine herrliche Schönheit. Hörst du mir überhaupt zu? Ab mit dir, faules Ding. Und wehe, ich erwisch dich wieder beim Nickerchen machen. Ich muss also wieder auf Position, verstehe. Uff, das war richtig schlimm.
Dodo ist sicher nicht gerade guter Laune. Spiel weiter Statue, so gut du kannst. Aber wenn Dodo dich picken will, dann spring. Nur so weichst du seinem Schnabel aus. Mach dich bereit, er ist auf dem Weg hierher. Na tolle Wurst, wir müssen also Geduld bewahren. Schöner Boden. Raytracing, Leute, das ist der Begriff, auf den ich dem letzten nicht kam. Er merkt's nicht mal. Doch. Scheiße. Aber sucht nicht bestraft. Vielleicht merkt er doch was. Scheiße. Ihr weißt auch nicht. Wie bitte, die Statue soll sich bewegt haben? Lächerlich. Du suchst doch nur wieder eine Ausrede, damit du sie nicht polieren musst. Geht's weiter, oder? Das wieder von vorne. Ich habe mich zu oft bewegt. Ich weiß ja nicht, wie das gerade ist. Ich muss mich jetzt nicht nochmal bewegen. Ne? Oh doch. Okay. Es reicht langsam. Wenn du solche Angst vor den Statuen hast, dann lass sie doch in deinem Schnabel spüren. Muss ich gegen ihn kämpfen. Okay. Dodo. Komm mal her, mein gutes Herr. Was? Um den kümmern wir uns geschwind. Was für eine Story hier im Nimbusland, oder? Aber es gab noch einen Weg im Dorf. Naja, den kann ich noch zum späteren Zeitpunkt erkunden. Machen wir jetzt erstmal den Palast. Können uns aber noch nicht frei bewegen. Und sind noch bei ihm. Ja, komm, nutz mal eine Trio-Technik. Wenn die jetzt schon voll ist, dann wird das ausgekostet. Ich weiß ja nicht, was er später noch für Taktiken auf Lager hat, aber das sitzt schon mal. Down. Gut. Oh, das Gold ist ab. Aha. Ich geh mal in den nächsten Raum. Ein bisschen Angst. Nee, hier wird gespeichert. Alles klar. Dann war doch was los in diesem Part. Im nächsten geht's weiter. Mal sehen, wie das noch endet. Mit Valentina und vor allen Dingen mit Mellow. Reißt euren Daumen aus und gebt ihn mir. Bis dann und ciao.